Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem hoffentlich finalen Video unseres Audi Quattros. Manni und ich werden auf Probefahrt gehen. Also ich bin am Wochenende schon gefahren, muss ich zugeben. Konnte mir ein gutes Bild machen über die einzelnen kleinen Punkte, die er noch hat. Man muss aber auch dazu sagen, es ist wirklich schwer, ein Auto aus einer Kiste zu bauen. Weil das Auto war ja in Teilen. Dann fehlen halt so kleine Gummistopfen, da werden wir gleich Geräusche hören, wo etwas zu viel Motorgeräusche in den Fahrzeuginnenraum kommt, so Gummistopfen fehlen, die Abgasanlage berührt. Wir haben noch ein Ladedruckproblem, aber bekanntlicherweise kämen wir uns aus wie ein Ladedruck. Somit haben wir jetzt eine separate Ladedruckanzeige angeschlossen. Manni ist gleich auf dem Beifahrersitz und dann fahren wir. Plus, ihr werdet gleich das erste Mal zusammen mit uns eine Runde fahren in dem Auto. Mit nicht so viel Ladedruck. Deswegen, ich will gucken, wie viel das ist. Es kann natürlich auch wirklich sein, dass die Moderne mich kaputt gemacht hat und mir vorgaukelt oder mir sagt, das wäre zu wenig Leistung, aber dabei ist es die Leistung. Das ist der serienmäßige Motor, da ist nichts verändert, der kann nichts. Ist ja ein RS2-Motor drin. Da ist ja ein RS2-Lader. Ja. RS2-Ansaugbrücke war drauf. Nee, war nicht RS2-Ansaugbrücke drauf. War eine S2-Ansaugbrücke drauf. Jetzt ist die Wagner drauf, aber die haben 220 PS. 230. Aber Lader ist ein größerer. Ja, also wir müssen mal in den Papieren gucken, wie viel Leistung der dort damals hatte, original. Weil das ist ganz schwer in der heutigen Zeit. Wenn du einen Taycan fährst, Elektro, tausende von Newtonmeter ballern auf deinen Kopf drauf und dann fährst du damit, dann weißt du wirklich nicht, das hört sich echt kacke an, aber dann weißt du nicht, ob er gut geht oder nicht. Aber selbes Thema wie beim VR6, hier ist Klangerlebnis, Emotion halt, steht da im Vordergrund. Aber hier haben wir halt noch zum Thema Klangerlebnis, haben wir noch ein bisschen das Thema, dass die Abgasanlage sich halt wirklich an vielen Sachen vorbeischlängeln muss. Und somit hat sie leider noch relativ viel Kontakt mit dem Auto, mit der Karosse. Und somit... Hier und da ein bisschen Platz schaffen. Genau, ist es noch so ein bisschen so, es stört so ein bisschen. Du hörst so Vibrationen, es rattert und klappert und so ein bisschen, nicht klappern, sondern diese Schwingungen, die so ein Motor auslöst, werden übergeben ans Auto. Jetzt kommt die Kombination dazu, das ist mir erst später eingefallen, wo ich am Sonntag gefahren bin, dass der ja überall in Urethan ist, gelagert. Und das unterschätzt man so ein bisschen. Aber der hat ja die Achsen, der hat ja alles in Urethan, nicht mehr in Gummi, was relativ weich ist von der Lagerung, sondern in diesen Teflonbuchsen. Da kommt einiges an, Motorlager auch, ne? Nee, Motorlager nicht. Okay, Motorlager nicht. Aber trotzdem, da kommt relativ viel an dann im Archometer. Okay. Genau, jetzt schmeißen wir die Kamera rein und dann werden Manni und ich das erste Mal fahren. Dieses Mal ist es nicht, dass wir das erste Mal überhaupt fahren, sondern ich bin gefahren. Und der Wagen fährt auch. Genau. Da muss doch viel abgestimmt werden und abgetan, oder? Hier gibt es nichts abzustimmen, das ist ein serienmäßiges Auto. Ne, also vermessen ist er. Da müssen wir auch noch mal dran, weil er nicht wirklich perfekt vermessen ist. Ich bin Höchstgeschwindigkeit gefahren, am Sonntag glaube ich einmal 100 oder sowas. Aber was wirklich sehr schön war, er sehr gut rollt. Also es ist krass, wenn man so 16 Zoll, 15 Zoll, 16 Zoll. Wenn man 16 Zoll Felgen fährt, wie gut so ein 16 Zoll Reifen ist. Ne, also wirklich so. 19 Zoll, 22 Zoll, das sind alles so Pollersteine. Und wenn du so 16 Zoll Magnesium Felgen fährst und du rollst irgendwo lang, dann siehst du so eine Bodenfuge, wo du gewohnt bist, beim modernen Auto macht das so, macht das Auto nur so. Ja. Ne? Mit dem KW-Fahrwerk, den Reifen. Hast du halt sehr viel. Oh, das fährt wirklich sehr, sehr elegant. Und hier passt das auch zu dem Auto. Hier muss er nicht größer unbedingt haben, oder? Ich. Okay. Nein. Also es passt sehr gut, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Zoll größer gut aussieht. Eine 17er. Ja. Aber, jetzt nicht. Aber dann ist nicht original und dann muss man was eintragen und das will ich gar nicht, sondern ich will das Auto als wirkliches, echtes Restaurationsobjekt sehen. Dann lass es so. Nix. Außer Teile, die es einfach nicht mehr gab. Die haben wir halt modifiziert. Oder die MTM oder der vorbezahlt echt scheiße gemacht hat, wie der Ladeluftkühler. Weil das war, das war echt wild. Es hat zusammengeguckt. Du bist auch noch nicht gefahren, ne? Nein. Okay. Ja, nee, dann steigen wir mal ein. Getriebe ist sehr kurz übersetzt. Sehr als schön. Brutal. Geräuschtechnisch spritzt du gut. Ja, ist wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Und was das Allertollste ist, erzähl ich gleich, wenn wir drin sitzen, nochmal. Das Gaspedal hat gefühlt so einen Weg. So? Ja. Auf jeden Fall, du gibst Gas, denkst, das ist alles. Und dann kannst du noch mal so viel Gas geben. Ja, okay. Und du spürst auch wirklich, wie du diesen Bauernzug so durch diese Leitung so durchfriemelt. So. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja. Das ist wirklich krass, wie die angeht, ne? Fertig. Läuft. Na, ach so. Ein altes Auto, aber ja. Federt gut. Das gut bedienen, die Bremse macht nicht mehr diese Effekte. Da ist es schon, weißt du, da merkst du ja irgendwas.
Ne? Irgendwas berührt ja kontinuierlich. Mhm. Sag mal die Anzeige. Das hat nichts zu bedeuten, weil unten rum machen die alle, aber den Haltedruck halt nicht. Ne? Also wir hatten jetzt gerade schon einmal 0,6 Bar, 0,7 fast. Ja, 0,7 waren es. Jetzt läuft der auch deutlich besser, jetzt gerade. Kann auch hoffentlich, ist hoffentlich nicht diese Temperaturscheiße oder so. Dass er schlechter läuft, wenn er warm ist. Ja, alles noch die alten Fühler drin, dass da noch irgendwas ist. Du meinst Temperaturfühler? Mhm. Ja, also, vibriert dein Fuß auch? Ja, tut die Arbeit schon eigentlich das nicht. Okay, also das Pedal ist richtig, also du merkst, irgendwas gibt ganz doll Schwingung ab. Oder das ist vorne in die Drehmomentstütze, weil die so spack ist. Das kann es auch sein, ja. Vorne an dem Metallträger. Das ist Ladedruck. Also das ist mehr als ich dachte. Fällt auf 0,7. Ich glaube, das ist richtig. Dann ist das Auto so langsam. Wir sind halt nur andere Sachen lang. Ja, aber du merkst, was ich meine. Ja. Also wenn man jetzt so drin sitzt, so ist jetzt dritte Gang. Aber jetzt geht er auch besser. Fahr mal weiter, wenn er gleich wärmer ist. Ja, aber schön, das Auto mal mitzufahren, ja, wo ne? du sonst immer dran denkst, wenn du gute Laune haben willst, ein Video aufmachst, machst du ein Audi 80 Video auf und jetzt sitzt du selber hier drin und fährst selber mit. Das ist schon geil. Aber das ist krass, ne? Also wirklich von diesem hundertprozentigen verlorenen Hühnchen. Ja, aus Kartons zusammengesucht, ja. Rotze. Und der Verdichter ist nicht so laut, ne? Nein, ich denke mal, weil die Größe, weil er so klein ist, dass er da nicht so viel... Nein. Ich kenne wirklich welche, die machen ganz, ganz laute Geräusche. Krass. Ich hätte wirklich gewettet, dass es 0,2 ist. Hm. Halten, also so nicht angesteuert. Aber warum fahren wir auch noch Autos, die so wenig Leistung hatten? Aber für Tim, wie viel Leistung ist das? Schwierig. 200? 200 sind es, denke ich mal schon, ja. Aber mehr nicht. Was ja auch okay wäre für das Alter. Ja, das stimmt schon. Merkst du das? Ja, irgendwo berührt er. Und du spürst, dass da die Stopfen nicht drin sind, weil irgendwie kommen die Geräusche, finde ich, sehr stark in den Innenraum. Zum Innenraum sind jetzt auch nicht so viel Dämmern mehr. Keine. Ja, deshalb wird er halt auch, bist er halt live dabei. Fuhren die so? Weil ich habe ja auch keinen Vergleich. Was meinst du? Also das wirkt so charakterschwach so. Wenn ich an den RS2 denke von uns, ne? Und wenn man da in der 2 Gas gibt, dann hebt der vorne richtig raus. Mhm. Wirklich, dann macht er ja... Dann macht der Action. Macht er ja nicht. So, das ist die 1, ja? Ja. Sagen Sie. Sonst bin ich sehr zufrieden, dass er so läuft, wie er jetzt gerade läuft. Kleinigkeit noch. Ich würde sagen, wir gehen gleich mit der Kamera mit euch direkt mal drunter, gucken mal am Auspuff, ob wir da was finden können, müssen da ein bisschen beiarbeiten. Ganz ehrlich, mehr ist es eigentlich gar nicht, ne? Oder? Sozusagen. Ja, Tachohelligkeit, ne? Da ist noch so eine Sache. Obwohl mir fällt eine Sache ein, was wir noch machen können. Wir gehen noch an den Auspuff ran. Und dann fahre ich zu Marco und fahre mit ihm mal. Und er kann, glaube ich, besser beurteilen, ob das Serienleistung ist oder nicht. Weil der wird wahrscheinlich sagen, der geht ganz normal. Der kennt das ja mehr. Und die Ansauggeräusche sind sehr wenig, ne? Ja, wir haben einen Luftfilterkasten. Seriengröße, wir haben einen normalen Luftfilter drin. Einen offenen Luftfilter. Wir haben kein Schubumventil. Der schießt gegen den Luftfilter jetzt gerade zurück. Ihr müsst überlegen, Leute, wenn man kein Schubumventil fährt und wenn ich schalte, also wenn ich das mache, hier aus dem Gas so, dann baut der Ladedruck sich ab, zwar nur diese 0,7 Bar, aber durch den drehenden Verdichter in die gegengesetzte Richtung. Also der muss gegen die Laufrichtung den Druck abbauen. Daher kommt das Geräusch. Und das ist doch lauter normalerweise. Weißt du? Sonst haben wir auch noch mehr Druck, der da durchgeht, ne? 0,7 Bar. Ist jetzt nicht so amtlich, ne? Ja. Wenn wir dann 1,2, 1,4 Bar haben, dann da durchschießen. Wenn du überlegst, beim A4B5 fahren wir 2,3 Bar, glaube ich. Hm. Oder 2,4 Bar. Das,
eine ganz andere Hausnummer. Ja. Okay, wir gehen mal in die Werkstatt und schauen mal unters Kfz. Bis gleich. So, ich schraube mal eben, also hier, zeig ich es mal. Da unten das schwarze Ding. Das da ist die Drehmomentstütze. Da drin steckt die. Die schrauben wir jetzt mal ab und gucken mal, ob die zu viel Spannung drauf hat. Wenn die umfällt, dann fallt ihr in einen Motorraum rein. Also haltet euch gut fest. Ja, aber was wirklich extrem ist bei uns, weil wir so viele verschiedene Videos machen, ist, wenn so ein Projekt sich etwas länger zieht, und es waren jetzt in diesem Fall wieder zwei Kollegen, also er hier, gepaart mit dem da, dem 500e. Und dann entstehen einfach sehr, sehr, sehr schnell super unangenehme Probleme, weil ich weiß, ich muss nicht. Ich weiß, dass ich jeden Tag kein Video machen muss. Das ist mir absolut klar. Aber ich möchte das schon, weil es mir auch Spaß macht, halt abzuliefern. Und dann finde ich es auch gut, dass man nicht Scheißvideos macht, sondern man macht wirklich jeden Tag gute Videos mit ach Scheiße, ah, ich muss hochfahren. Mit Inhalt, weißt du? Und das finde ich halt echt, echt wichtig. Unser Motor ist heiß nach dem Probefahren. Ja, das geht nicht. Wir müssen hochfahren. Haube lassen wir auf. Genau. Ich weiß, dass ich das nicht muss, aber ich möchte das halt schon. Weil wir jetzt über so viele Jahre jeden Tag ein Video von Montag bis Freitags machen, ohne Pause, außer unserer Winterpause, ist das halt für uns ganz wichtig. Plus, was wir schon merken, ist, dass der Algorithmus von YouTube aggressiver wird. Diese Pause, die wir da für 15 Tage machen, sind jedes Mal... Passt. Sind jedes Mal für unseren YouTube-Account richtig scheiße. Ist wirklich jedes Mal ist das totaler Müll. Weil du gefühlt den Account bei Null starten musst. Das ist echt, wo ich fragst, Digga, was soll das? Suchen, suchen, suchen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich euch festmachen kann, dass ihr mit dabei seid. Ich glaube gar nicht, ich muss das eh mal reinmachen. Bis gleich. Ihr habt gerade die Aufnahme gesehen, wie ich gestern dort die Geschichte geguckt habe wegen der Drehmomentstütze. Die ist jetzt nochmal neu drin. Wir haben die gekürzt. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Also hier hinter ist die Drehmomentstütze und die saß spack auf mit dem Träger, den wir hier gebaut haben. Ne? Hier vorne vor. Und somit war, wenn man Gas gegeben hat, wirklich alle Vibrationen von dem Fünfzylinder, der bekanntlicherweise ja doch etwas mehr Vibration hat als ein anderer Motor, ging halt in das Chassis, ne? Also von hier in den Rahmen und ins Auto. Und dann hattest du immer so eine, das fuhr gut, aber hat immer so eine gewisse Vibration. Das sollte jetzt weg sein. Plus Abgasanlage haben wir auch noch mal so ein bisschen befreit. Die ist relativ, bist du schon mal mitgefahren? Nein, ne? Nee. Ist relativ eng. Das heißt, das werden wir uns jetzt mal eben angucken und dann fahren wir mal eben zu dem Herrn Degenhardt, der müsste eigentlich da sein. Kennt sich doch ein wenig besser aus als ich mit den Dingern, und mit der Leistung auf jeden Fall. Deswegen schwing die rein. Erster Versuch wird jetzt schon sein, beim Anlassen hattest du schon deutlich mehr Vibration als vorher. Leerlauf fühlt sich gleich an, aber sobald du ein bisschen Gas gibst, ist es deutlich weniger. Wir fahren mal los. Und der Auspuff ist so eng drin, dass wir ihn so gebaut haben, dass wenn er im kalten Zustand berührt er, wie du jetzt ja noch leichte Vibrationen hörst hinten. Und wenn er warm wird, lenkt sich ja so ein Auspuff extrem. Das heißt, wenn wir jetzt, weiß nicht, in einer Minute ist er so warm, dass er so viel gewachsen ist, dass er dann nicht mehr berührt. Weil so ist, das Ganze ist so eng unter dem Auto. Das wird sich schon mal bessern. Die Vibrationen sind weg. Hinten ist noch ein bisschen am Auspuff. Hörst du? Mhm. Das klappt man ja. Aber es ist gleich weg, wenn das Scheißding wärmer wird. Er hat immer noch starke Vibrationen im Gaspedal. Nicht stark, nicht. Es ist alles weniger geworden. Also diese Drehmomentstütze hat auf jeden Fall zu viel Vibration weitergegeben. Das ist schon mal sicher. Da sind immer noch welche. Aber ich glaube, das liegt jetzt daran, weil wir halt diese ganzen Urethan und Teflon und Hardcore-Buchsen da drin haben, dass die halt jetzt die Vibration weitergeben. Die übertragen halt viel stärker, ne? Gut gehen tut er, finde ich, also. Ja, in dem Drehzahl, gebe ich dir recht, ja. In dem Drehzahlbereich fühlt es sich echt gut an, aber wenn er dann so über die 3000, 300.000 hinausgeht, dann bin ich einfach diesen Motor, wie im A4B5 oder im RS2, anders gewohnt. Ja, dann machen die halt diesen, schon, dass sie den vorne so rausheben. Das macht er nicht. Wenn wir gleich mehr Drehzahl haben,
dann fährt er einfach. Also dann hast du Drehzahl, dann fährt sie ein Saugmotor. Und deswegen dachte ich, dass der einfach gar keinen Ladedruck macht. Aber das sind nun mal 220 PS oder so. Aber schon cool, damit zu fahren ist. Ja, safe. Also ich bin ja jetzt schon wirklich öfter mitgefahren. Den Sonntag, da mit Money. Dann nochmal hier und da immer wieder kleine Probefahrten wegen Benzinpumpe, da war eine Undichtigkeit und sowas. Ja, das ist schon echt sehr besonders. Wir steigen mal aus. Hab ich mich jetzt erschrocken? Hi. Hallo. Guck mal. Aber weißt du, was mir als erstes auffällt? Was? Wenn du mich jetzt fragst, vorne oder hinten, ne? Hä? Wird dir nicht so gefallen. Ich finde hinten geiler. Ehrlich? Ja. Ja, kann man ja abschrauben. Also ich finde beides gut, aber die Option, die draufschrauben zu können, finde ich schon mega. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin hier, weil ich dich fragen muss nach was. Und zwar, hat der genug Leistung? Hat der Serienleistung? Weil ich es wirklich nicht einschätzen kann. Fühlt sich total mau an. Okay, gut. 220 PS sind nur 220 PS. Also das brauchen wir auch nicht schön sprechen. Zieht keine Wurst vom Teller. Gar nicht, ne? Nein, nein. Willst du trotzdem mitfahren? Was eine Frage. Komm, weil das ist wirklich krass. Hallo. Hi. Hi, servus. Hi. Hallo. Weil ich habe gedacht, der macht gar keinen Ladedruck. Und dann haben wir Ladedruckanzeige angeschlossen, dann macht der 1 Bar Overboost und 0,7 Haltedruck. Und da war ich echt normal. Da war ich komplett schockiert. Dann weil wenn du denkst, dass der, ich habe gedacht, das Taktventil wäre, das wäre gar nichts. 1 Bar bedeutet, du hast 3 BM-Router drin? Hattest du den mit Zündverteiler? Hast du Zündverteiler? Ja, genau. Dann hast du eigentlich schon Software drauf, weil serienmäßig drückt der 0,7. Die haben keinen Overboost. Nee, der macht 0,7. Ja, wenn Haltedruck. Wenn du ruckartig, wenn du, ja genau, 0,7 Haltedruck macht der. Optik ist Porno. So ein Käse, gestern war ich mit meinem Auto hier, mit meinem Urquattro hier. Ja? Gestern wäre er hier gewesen. Schwer. Ich finde hinten einfach, also ich persönlich finde es hinten einfach geiler, es ist was anderes. Ich glaube, das würde geil wirken, wenn das Auto bunt, wirklich bunt beklebt wäre, ja, wie wirklich ja, Rallye. Ja. So sieht er halt aus, es gibt ja bei im Motorsport diesen Begriff White Car. Und das ist so, bevor das Rennauto ein Rennauto wird. Dann werden die ja meistens so ausgeliefert und dann kommen die Aufkleber drauf. Für mich wirkt der so wie ein Auto, was vom Werk gerade kommt, bevor der Sponsor drauf kommt. Wohin fahren wir? Ich will nur hier einmal, keine Ahnung, ich will nur einmal zeigen, ob du sagst, ob er Leistung hat. Soll ich mich reinquetschen oder soll ich warten oder wie? Warte eben hier, weil wenn sie drin sind, dann kann es auch passieren, dass wir keine 100 erreichen. Habe ich mir schon gedacht. So schlimm wird das doch nicht sein. Du bist verwöhnt. Das ist doch gut schon. Du bist schon lange kein Serienauto mehr gefahren, so ganz, ganz Serie. Also untenrum, nein, also der macht wie so ein 1.8T, wo auch das N75 falsch rum angeschlossen ist. Untenrum macht der diesen Punch, ne? Ja, ja, aber obenrum ist... Obenrum so ist einfach, als ob das ein Saugmotor ist, aber ein 2 Liter... Ja, der kann kein Auto gar keiner kriegen. Mehr sein. Der Turbolader ist ja auch relativ klein und er schafft es nicht, er schafft es einfach nicht. Das ist jetzt dritte Gang, ne? Sagen, da ist sogar schon eine Software drauf. Damit er mehr als 0,7 macht. Aber er macht ja einen Overboost, sagst du, von 1 Bar. Nein, wenn ich so mache, dann schaffe ich ihn ganz gut zu kitzeln. Er macht 0,7. Okay, dann ist Serie. Er fährt aber sehr gut. Ich merke sofort Getriebe. Wir sind im dritten Gang, nicht im zweiten. Ja. Das darfst du schon Getriebe mal nicht vergessen. Das kurze Getriebe, wollte ich gerade sagen, das ist super kurz, das Getriebe. Und ich sag dir, wenn du ein langes Getriebe drin hättest, wäre das noch mal anders. Wie sieht es sonst aus? Gut, bin zufrieden. Ja. Du wirkst etwas ruhig. Nee, alles gut. Nee. Ich warte auf Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ja, ich auch. Das Wetter nervt. Heute drückt geht's ja, aber es drückt die Stimmung. Aber ich bin gerade wirklich ein bisschen ist mir auch peinlich, dass ich mich so vertue in der Leistung, weil der RS2 von mir, ne? Ganz anders. Ganz andere Liga. Alter. Nur der Turbolader, auch wenn der optisch gar nicht so groß anders aussieht, Alter. Der Turbolader ist eine ganz andere Liga, weil du hast das Gefühl hier, wenn du auf Drehzahl gucken würdest, 3000 setzt der Lader ein, knapp vor 3, bis 5 fühlt sich das hier okay an. Ab 5 hast du das Gefühl, du fährst ins Leere. Du fährst ins Leere. Und das ist völlig normal, weil das Drehmoment total nachlässt. Also zweiter Gang, ja? Ja, Serie. Sogar, ich behaupte, er fühlt sich sogar besser an wie Serie. Ja, wegen dem Getriebe. Genau. Wenn du ein langes Getriebe drin hast, kannst du das Drehmoment ja länger nutzen. Ja, schon klar, aber dann geht er noch weniger. Ja, klar. Jetzt stell dir vor, kleiner Lader, Ladedruck richtig des Todes hier rein. Ja, mega geil. Mit dem Getriebe geil. Aber ich mit dem Getriebe fände ich perfekt, wenn der so 550. Zu viel.
Nein. Ja, aber ich sag dir, du kannst heutzutage, das Problem ist 55 PS, 2,2 Liter, das Drehzahlband verschiebt sich nach hinten. Ja, klar, du musst ihn drehen dann. Aber wenn du ein gutes RS2-Setup nimmst, also ein RS2-Lader, du kennst ja deinen RS2, also, wie der fährt. Also 350 PS. Ja, aber das ist ja Serie. Wenn der Flo an den RS2-Lader dran geht, kannst du da locker 400 plus PS fahren. Mhm. Und Ansprechverhalten genauso wie jetzt. Also 3000 Drehungen geht's los, okay. Und hast bis... Doppelte bis, Leistung. Genau. Und das wäre halt das Geile. Und deswegen mit dem kurzen Übersetzung wäre das schon geil. Wenn du jetzt einen, im Prinzip einen großen Lader drauf machst, spricht der erst wieder bei 5 an. Ja. Dann hast du wirklich unten oben gar keine Freude ja. mehr. Und du willst ja aus dem zweiten Gang auch mal raus. Aber hier, und hier sage ich es jetzt wirklich hochoffiziell, ich will dieses Auto Serie lassen. Nein, das ist ja jetzt... Nein! Nein, wirklich! Ich lasse den Serie. Ja, okay. Ich lache hier. Nee, der ist ja jetzt... Das der Geile ist ja, dass es ein MTM ist. Ist ein und er Serie ist Plus. Ja Serie. Ja, Serie Plus. Nein! Ja, ich lasse, jetzt ist Stopp. Ja, dann... Also das ist ja alles easy so. Auch keine Software. Ne? Nein, keine Software. Ja, das ist doch alles gut. Aussitzer ganz kurz. Kann auch am Sprit liegen, glaube ich. Wahrscheinlich der Tank leer, ne? Ja. Wie auch sonst, ne? Oh, wir tanken mal ein bisschen. Hast du gemerkt? Da war gerade schon. Da hat er gerade schon gesagt. Schönes Auto. Richtig. Findest du gut? Ja, Mann. Du müsstest mal meinen Workout drauf fahren. Da hast du gar keine Lust mehr. Du hast einen 10V? Ja. Ja, yeah, okay. Aber 10V ist halt wirklich. Anders. Genau. Er ist noch. Rohr, finde ich, ein 10V mit der Carjet Tronic und so, aber zu Hause ist da ja gar keine. Ja, das stimmt. Wobei beim 10V obenrum, also dieses Reinhauen von Drehmoment und Nachlassen des Drehmoments ist beim 10V nicht so krass, finde ich. Mhm. Er macht es monotoner. Er fährt generell wie ein Sauger, genau. Genau. Er fährt halt wirklich wie ein Saugmotor, ne? Ja, okay, ich tanke eben. Aber wenn du den 306 PS, wenn du einen Sportquattro fährst, der haut dich auch nicht aus dem Leben. Aber so ein Auto ist auch geil. Moin. Hallo. Ist das für Chromecast anzukaufen, ne? Nee. Nee. Super. Danke sehr. Danke. Ciao. Danke. Reaktion auf so ein Auto, unfassbar, ne? Ja. Ist wenn auch ich so. Auch mit dem Urquad rumfahre, unfassbar. Ist so ein Sympathieträger, wirklich extrem. Aber ich, so ein bisschen, also ich lasse den Serie, ne? Oder? Ist ja auch alles Serie. Auspuff ist Serie, Fahrwerk ist Serie, Felgen sind Serie. Nein, warte. Das Fahrwerk, nur weil das andere kaputt war und ich dann nichts mehr bekommen habe im Original. Deswegen habe ich das KW-Fahrwerk. Ladedruck ist auch kaputt. Ladedruck ist nicht kaputt. Ladedruck ist kaputt. Nee, 0,7 ist 0 ist kaputt. Ab 1 ist Oberdruck. Also nein. Musst du ja auch was machen. Also. Ich glaube, der Turbolader hat auch Spiel. Nein. Hast du überprüft? Ich habe schon einen neuen machen lassen bei Flo. Ja, also hat er ja Spiel. Nein, und zwar nur einen mit diesem Koaxial-Ding vorn drauf, weil ich ohne Schubumoventil fahre, dass die Mutter sich nicht abdreht. Dass die Mutter sich nicht abdreht. Wie heißt die? Polygonlader? Ja, Polygonlader, genau. Dass das dann, wenn du dann ohne Schubumoventil fährst und der Lader dort da durch muss, dass die Welle sich nicht losdreht. Genau, dass die Welle sich nicht plopp, pling. Jetzt fährst du mit Umschubluftventil noch? Nee, ohne. Mit Serienlader oder ist schon? Serienlader. Also könnte es sein, dass die Welle gleich... Ja, aber ich übertreibe jetzt hier nicht. Dann ist der Lader kaputt. Dann wäre er kaputt. Ja, lass mich. Ich merke schon wieder. Ja, Serie. Also ich würde Serie machen. Aber warum sind wir eigentlich hier? Weil ich tanken muss. Ich komme drauf. Das war jetzt gerade echt süß. Der Typ so, bist du der Richtige? Ich so, ja. Du warst auch auf GSG, ne? Auf der Schule, wo ich war. Und ich so, ja, war ich auch. Und dann hat er die ganzen Namen von früher rausgehauen, die ganzen Lehrernamen. Ey, das ist, wenn du so einen Lehrernamen hörst, machst du so. Schulzeit, was eine geile Zeit, ne? Das ist gut, das ist schnell. Halt die Pfanne, das ist schnell. Ja, natürlich. Ja, aber es war Booster. Machen wir die 4 rein. Jetzt 4. Und jetzt gibt man unten raus Gas, wo es denn geht. Unten raus ist. Das ist krass, ne? Eigentlich kann man gar nicht fahren mit dem Auto, weil du überall angewunken wirst. Ja, also jetzt ist hier. 4 bei 2,5. Okay, ready? Ja. Ein Lader,
Lader. 4000 Meter. Felder erhält. Jetzt geht's Drehmoment schon runter. Ja. Aber guck mal, du baust Geschwindigkeit auf. Ja, ja, ja. Guck mal, er dreht voll am Gabel. Ja, klar baust du Geschwindigkeit auf. War ja auch bergab. Man kann sich das auch schön reden. Aber ich sag, oder der Lader ist kaputt. Der muss einen neuen Lader haben. Nein! Nein, nein, der wird erst mal sehen. Aber der Motor ist original? Ja, ja, alles original. Also keine Arschabläule. Nein. Ich habe einmal was überlegt, dass ich den Motor aus dem A4B5 hier reinbaue. Das habe ich einmal kurz überlegt. Nee. Ja, Lader, da ist das Problem im Ansprechverhalten. Das kennst du ja. Aber das Auto kann, weißt du, was ich meine? Du kannst heutzutage, kannst du den Kabelbaum mehr drin lassen. Du kannst so geil was machen, wo du einfach eine andere Steuergerät dran steckst. Nee, das will ich nicht. Das will ich wirklich nicht. Also frei programmierbar will ich auf gar keinen Fall. Weil ich möchte, dass das Auto wirklich, ich lasse hinzu. Das ist ja das Geile, die Magnesiumräder, das ist ja alles original. Alles original. Ich mache ein Kennzeichen dran und habe nichts eingetragen, Marco. Den Auspuff muss ich eintragen. Aber der hat doch gar keine Leistung. Ich weiß. Du brauchst doch gar keinen Spiegel, du schaffst ja nur 72. Berg runter nimmt der Geschwindigkeit auf. Ja, richtig. Das geht gar nicht, Serie. Du fährst doch selbst auch Serie. Wo? In deinem Sportquattro? Ich habe kein Sportquattro. Ich habe ein Urquattro 10V und bin unzufrieden. Und red mir das schön, indem ich sage, Serie ist aber geil. Du fährst Serie. Man kann sich das schön reden. Aber würdest du sagen, diese Vibrationen, die jetzt sind, das Original? Ja, das ist alles. Auch wenn du schaltest, dieses Schlag. Ja, bumm, das ist aber geil. Ich liebe das. Das erinnert mich an dich, weil ich aber ja in diesem Auto viel mehr, in diesem Antriebsstrang viel mehr Beifahrer als Fahrer. Ich kann mich aber noch genau daran erinnern, als ob es gestern war. Da sagst du immer, ich weiß, was du jetzt ist. Ja. Du sitzt im Auto, ich lade im zweiten, ich lade im dritten durch. Ja, habe ich schon besser gesehen. Das waren 2 bar und damalige Zeit 500 PS. Wenn du mich fragst, ich weiß genau, was du meinst mit Serie lassen, aber das Auto ist doch kein Serienauto. Irgendwann mal vielleicht, aber jetzt erstmal. Irgendwann ja. Jetzt erstmal auf gar keinen Fall. Jetzt ist das erstmal für mich. Ende 22. Ja, das ist ein Zeichen für die Motronik, die das. Doch, hat er locker. Hui. Das ist ein altes Auto, sag ich immer, was passiert ab und zu mal. Weil kurzzeitig hatte ich auch ein bisschen Sorge, weil in dem Tacho die Ladedruckanzeige nichts anzeigt, ne? Dass der Map-Sensor keinen Ladedruck sieht und dass er zu mager läuft. Dass der Kolben gerade festging. War nur so eine Theorie. Hätte sein können. Oh Mann. Und ein neues Lenkrad will ich. Willst du das Lenkrad haben? Hättest du mir das vor 3 Wochen gesagt, hätte ich ihm gerne ja gesagt. Warum? Weil ich es mir gekauft habe. Ich habe ein original Tresa-Auto und habe dieses Lenkrad für teuer Geld gekauft. Wie viel? 250 Euro. What? Aber neu beledert. Ach so. Genau dieses Lenkrad. Du bräuchtest eigentlich das Lenkrad, was ich im Urquattro habe. Ich habe ja, du hast ja das neue Armaturenbrett, 3 Speichen. So ein bisschen gepolsterter, ne? Mhm. Meiner zum Beispiel ist innen noch mit dem alten Armaturenbrett. Was geiler ist. Das kultiger. Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich im nächsten Video, dass wir das mal vergleichen. Würde ich jetzt echt gerne mal nebeneinander stellen, die Autos. Ja, können wir gerne mal machen. Also wenn ich dein Auto jetzt schon mitfahre, habe ich richtig Bock, meine auf 20V umzubauen. Ich habe überlegt... Ist das so viel krasser? Ja, er läuft einfach sauberer, würde ich behaupten. Die Car-Jetronik, also ich sage ja... Ja, die rotzt so willkürlich. Die rotzt so, ne? Rein und ich weiß nicht. Und ich weiß ja, was an Tuning-Potenzial geht, was... Also, du willst ja Serie fahren, deswegen muss ich dir das nicht erklären. Du kannst so viel machen beim 20V. Ja, beim 10V, beim 10V musst du anfangen, erstmal die Car-Jetronik raus und auf Motronik einbauen. Genau. Und das ist halt krass. Und dann ist halt immer beim 10V ist halt immer das Ende halt relativ nah so. Ne? Das ist halt nie wirklich geil. Hallo. Und, alles normal? Ist alles normal. Marco sagt sogar, der geht gut. Aber er will Serie lassen, hat er gesagt. Dieses Jahr auf jeden Fall. Soweit bin ich schon mal. 2022, Dezember, ist der Umbau. Nein, 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 nein. Ich finde das Auto echt schön, so wie es ist. Ich finde ihn perfekt, wie er ist. Ich finde auch, klar ist er jetzt nicht besonders schnell, aber er fährt gut. Kannst du das Design drauf machen? Nein! Aber habe ich wirklich gerade gemacht. Was würdest du sagen, Movo? Weiß lassen oder würdest du sagen, was machen so aufklebermäßig? Also ich sag mal so, jetzt hast du die Möglichkeit, mit so einem Auto mal so rennsportmäßig was zu machen. Würde ich schon mal. Du kannst ja jederzeit wieder runter machen. Das wollte ich gerade sagen. Du kannst ja jederzeit runter machen. Der Lack ist aber so frisch und dann hast du da so Hologramme immer runter. Ja, dann machst du nicht direkt. Fahren halt jetzt erstmal bis Mitte vom Sommer und machst halt dann. Fährst du doch erstmal Serie. Mach ich auch. Oder sehe ich ja jetzt erst. Du hast geile Reifen drauf. Ja, natürlich. Boah, du könntest richtig einen Allradstart machen und. Nein! Was
kostet der Corrado? Geil, ne? Ja. G60. Was kostet der? 10. Wie? Weißt du, was mittlerweile ein Corrado G60 kostet? Keine 10. Natürlich. Bei Degenhardt kostet sogar alles 10. Nein, das ist wirklich günstig. Das Auto ist erste Hand. Ehrlich? Ja. Und Lada ist im Arsch. Nein, hat sogar 7 PS mehr wie Serie. Geil. Corrado ist geil. Das Problem ist, der ist erster. Das war auch geil. Ja, da würde ich gerne was mit Motor machen, weil der ist ja auch, ja, dachte ich mir schon. Ist ja auch Serie halt, ne? Zum Beispiel, Corrado ist Serie, 160 PS, kein Fahrwerk, nur andere Felgen drauf, weil mir die Deckel fehlen. Mir juckt es in den Finger, da direkt mal am Lader zu gehen und. Aber macht man das? Lässt man den Serien auf, geht man da ran? Da geht man ran. Ja, da ja nicht. Doch, natürlich. Nein. Ist ja vorgegeben. Okay, die Diskussion wird bis Filmer weitergehen, merke ich. Er hat versucht, die ganze Fahrt mir zu erklären, dass wir auch einen Lader raufbauen sollen und Pleuel machen sollen und nochmal rausbauen und alles. Das machen wir aber nicht. Erstmal. Und Freiprogrammierer machen wir auch nicht. Wir vergleichen nochmal, lass uns doch mal den Spaß machen. Wir treffen uns wieder hier. Ich bringe meinen her, du kommst mit deinem nochmal oder ich komme zu dir und wir vergleichen 10V, 20V und du fährst beide mal und dann sagst du mir nochmal was, erstmal was cooler, was nicht cooler ist. So würde ich es machen an deiner Stelle. Also ich würde mal reingucken. An meiner Stelle würdest du es so machen. Ja, ich bin ja an deiner Stelle gerade. Also du weißt, was ich meine, Mann. Ja. Ich finde ihn aber auch, ich ganz ehrlich, irgendwie finde ich ihn auch in Weiß schön. Ich finde ihn in Clean Weiß geil. Aber du machst doch auch vorne andere Felgenkappen drauf. Hier stell dir vor, das ganze Ding ist... Die Kappe ist doch auch original. Ja. Ist ein original Magnesiumrad. Aber so sind die normal nicht gefahren, oder? Man hat sich ja entschieden für was. Oder ist das nur vorne? Nee, es war so original, nur vorne. Aber jetzt stell dir vor, Herr Degenhardt, Herr Degenhardt. Das ist original so, nur vorne. Alles original. Ist auch Fahrwerk und Auspuff. Und Luftfilterkasten. Und den 3D gedruckten Luftfilterkasten. Und da steht MTM. Das Auto, muss ich wirklich sagen, hast du echt super, super schön gemacht. Gibt es wirklich nichts zu meckern. Und deswegen bleibt er auch Serie. Danke, okay. Wir gehen jetzt gucken nach dem Teil. Tschüss.